We are now on the Cologne Christmas Market on Heumarkt, and we're going to ask some people what they think about my top 10 noise releases of the year. Entschuldigung, würden Sie mit uns ganz kurz sprechen? Ich habe bewertet mein Top 10 Albums des Jahres und ich wollte, dass ein paar Leute in Köln das aufhören und mir sagen, was sie darüber denken. Und Sie werden jetzt hören TEF. Ja. Sind Sie bereit? Ja. Das ist überhaupt nicht so meine Stilrichtung. Also das ist nicht so meine Welt. Wie würden Sie das beschreiben? Es ist ziemlich laut und mit unterschiedlichen Tönen und mit Höhe, mit unterschiedlichen Frequenzen. Geräusche, die ja, auf den Ohren jetzt mir persönlich wehtun würden. Klar. Also mir hat das jetzt schon so gereicht. Okay, haben Sie schon sowas vorher gehört? Ja. Ja? Ja, also von früher, sei ich jetzt mal Iron Maiden oder Metallica, ist ja auch ziemlich und das würde ich da so in der Richtung einordnen. Würdet ihr mit mir kurz reden über ein bisschen Musik von meinem Podcast? Von Network Glass und Jason Krummer, ein Track, was heißt Prerequisite. Mhm. Okay. Wie würdest du beschreiben, was du gerade gehört hast? Ist halt so mehr so ein Störgeräusch, oder? Einfach. Aber, ja, keine Ahnung. Kannst du das vorstellen als Musik? Naja, nee, nicht so richtig. Hast du schon sowas gehört? In einem Musikkontext? Ja, vielleicht so in einem Lied als Teil eines Lieds, aber nicht als, dass das das Lied ist. Selber nicht, aber keine Ahnung. Entschuldigung, sprechen Sie Deutsch? Nein. Englisch? Englisch, ja. Yeah. Would you speak to me quickly for my podcast? I did a top 10 list of my favorite noise albums of the year, noise music. Oh, nice, yeah. And, rock or? Like noise, yeah. So I'm just want to play some stuff for some people and hear what they think about it. So sure. Would you mind putting some... Oh, yeah, that's good. Who wants to do it? You want to do it? This is an album by Dark Throne. No, not Dark Throne. Dark Smith. Yeah, Dark Throne is the black metal album. That's right. All right, here we are. So what were your thoughts about that? The music was, you know, it was discordant. It was like a bit all over the place, if you know what I mean. Yeah, yeah. But which country's band? They're from the U.S. Oh,
Do you got any Japanese noise band? Japanese, nothing on my list. Are you into Japanese noise? Not too much. Like, but I'm not too much into noise music anyways. But, you know, like, have you ever heard of, like, drone music? You know, which is... Drone, yeah. Which is similar to, like, this band called Boris. Boris. Yeah, which is a Japanese band. So I'm, like, way into them. So I thought, Boris is great. Boris has done a collaboration with Merzbau. Yeah, exactly. How do you know about noise music and drum music? Well, I'm into this genre called doom metal, and then there's another sort of derivative thing called drone doom, and then that's how I found out about drone, and then from that noise music and everything. So what are your thoughts about noise music? Because, like, some people sort of consider it, like, not music, if you know what I mean. Yeah. Do you think it's music? Yeah, of course, man. You know, like, there's a lot of artistic integrity put into it. So, yeah, of course, you know, anything can be music if it sort of instills, you know, and some kind of thought-provoking feelings, if you know what I mean. So, yeah. Are you lucky you found that one Indian guy who knows about noise music? Yeah. That's so cool, man. That's so awesome, guys. Guten Tag. Führen Sie ein Interview? Genau, mit dir gleich. Oh, we're here in front of Mini Lich in the best kiosk in Cologne, and we're going to ask people what they think of my top 10 noise albums of the year. Erstmal frohe Weihnachten. Danke gleichfalls. Das ist irgendwann die Energie ausgeht, ne? Das Leben, die Ehe und auch der Podcast, der braucht Kraft. Ja. Irgendwann mal, wenn ihr keine Kraft mehr habt, maximal 2 am Tag davon und ihr seid wieder volle da. Bester Hund, den ich kenne. Ich dachte, ich wäre die Beste, die du kennst. Und? Würden Sie was zuhören und mir ein paar Worte sagen? Ja. Okay, komm mal, schmeiß mal. So, ich höre jetzt, okay. Okay, das ist von Jim Haynes. Das heißt Insomnia. Insombia. Boah, da denk ich höchstens an Adamski oder sowas. Techno. Oh, Techno-Abend irgendwo in der Halle. Krass, psychedelisch. Nee, das ist im MRT. Heiligabend im MRT. Ne? Jetzt sagt der Arzt im Hintergrund, in 20 Minuten ist es vorbei. Oh, eine blühende Fantasie. Kannst du bitte weitermachen? Kommt jetzt was anderes? Bitte. Okay. Hört das die Musik an für Sie? Nee. Nein, das ist so. Ich glaube, wenn die Augen zumachst oder weiß ich was, kannst du dich damit irgendwo so einen Tunnel schmeißen oder sowas. Das ist halt so Töne, sag ich einfach mal. Klänge. Um es mal auf den Punkt zu bringen. Ja. So schmutzig, dirty. Schmuddelmusik. Okay. In irgendwelchen Bunkern. Rechts ist da. Und erstmal das. Ich höre nichts. Du hörst nichts? Nee, ich höre jetzt gar nichts. Am Anfang hast du mal kurz am Rauschen. Aha. Hat sie vielleicht das Gleiche gehört? Zum Rauschen. Nein. Das ist die Musik? Ja. Ist das zu laut? Nee. Ich versuche gerade einzutauchen. Patrick, wie heißt der Film mit Charlie Chaplin am Fließband? Modern Times. Wie heißt der? Modern Times. Modern Times. Soundtrack. Fabrik, Geräusche. Ja. Musik habe ich vermisst. Da war keine Musik, glaube ich. Man könnte das in Musik einbauen, aber da war ja kein Rhythmus letztendlich. Okay. Oder vielleicht ein Mini-Rhythmus im Hintergrund, aber den habe ich nicht wirklich gefühlt. Das ist hier das Album, das ist von Blind Date. Ja. Das heißt Thank You. You're welcome. Okay, die Track 2, 3 und 4 heißen alle drei gleich, aber sind unterschiedliche Tracks. Witzig. Das ist, glaube ich, die dritte, habe ich für dich abgefunden. And you.
Ach, witzig. Das wirkt aber auch leise. Hast du bewusst leise gemacht oder hört man das leise? Mm. Also es war relativ... Relativ leise? Ja. Hm. Ah, okay. Mach mal ruhig leise. Okay. Du könntest auch noch ein bisschen das lauter... Das ist sehr dynamisch, aber das ist, was so laut wie es geht. So, jetzt? Ja. Da muss ich an Theater denken. Okay, also jetzt, wenn man so lautet, dann ist das wirklich so ein Ton, der so irgendwann eventuell auch in Trance führen könnte. Mhm. Aber wenn ich das so höre, so dieses planlose, chaotische, wirkt so wie so ein Theater, was Improvisationstheater. Jetzt war es schon fast Musik. Okay. Also das ist eine meiner Lieblings-Noise-Alben des Jahres. Von einem Projekt, was heißt Slacking. Und sag mir Bescheid, wenn es zu laut ist. Kann ruhig laut sein. Okay. Und damit keine Probleme. Okay. Was haben Sie gehört? Klingt halt nach Noise-Musik, ja? Ja. Hat mich ein bisschen erinnert an... Ist es US-amerikanisch? Mhm. Ja, hört mal klar raus. Ja. Mhm. Erinnert mich ein bisschen was an eine Band aus dem Süden der USA. Eine Noise-Band. Mhm. Ja. Ist ein Stil von Musik, der mir geläufig ist. Ja. Mhm. Was halten Sie davon? Oh, ist okay. Ja? Ist okay, ja. Stockhausen kommt auch aus Köln, ne? Glaube ich. Ich weiß nicht, keine Ahnung, wüsste ich nicht. Ne? Ob er aus Köln kommt, weiß ich nicht, aber ich glaube, der hat der hat alle seine Studios da in WDR, glaube ich. Ja, mit dem WDR zusammengearbeitet. Ja. Ich habe auch letztens gesehen, dass englische Kirche bei Heumarkt oder irgendwo da in der Nähe, um englische Uhrzeit, glaube ich, jeden Tag spielt eine Komposition von Stockhausen. Interessant, wirklich. Ich überlege noch, was die Band heißt, ja. Es ist eine Noisecore-Band, ja. Es ist nicht Today is the Day, das ist es nicht. Ne? Obwohl vielleicht so ein paar Momente haben mich daran erinnert, ja, aber ganz kurz halt. Was hören Sie heutige Zeit für Musik im Alltag? Oh, im Moment bin ich ein bisschen nostalgisch. Ja? Das ist gut. 70er Jahre vor allen Dingen. Okay. Pink Floyd auch ein großer Fan gewesen. Ja. Nicht mehr so. Nicht mehr so? Warum nicht? Damals wegen des Ausverkaufs, weil die haben sich wirklich ausverkauft. Mhm. Das tut heute jeder, das ist also das Prinzip des Business, ja, weil es sich völlig gewandelt hat, aber damals war das für uns schon nervig, ja, es war enttäuschend. Ja. Glauben Sie, dass Noise sich ausverkaufen könnte? Wie das? Oh, könnte sein? Nee, eher nicht, ne. Eher nicht. Nicht das möglich. Das ist relativ kommerzresistent, also wenn es darum geht halt, ja. Ist natürlich ein Vorteil, aber auch ein Nachteil halt, ja. So, sowas bei Spotify zu finden, ist vermutlich unmöglich. Könntest du vorstellen, irgendwann ein neues Stück in eine Volkswagen-Werbung? Also, nee, eher nicht, ne. Also es ist eine Musik, die funktioniert eben anders als Musik, die geläufiger ist. Ja. Welcher Zweck hat neue Musik oder kann das haben? Je nachdem, wie man ihr entgegentritt, aufwecken,
Ja? Gewohnte Hörmuster wegputzen, Hirn reinigen. Ja? Ähnlich wie ein Godard-Film beispielsweise. Ja? Mhm. Also, wenn man sich einen Godard-Film, das ist furchtbar anstrengend, aber wenn man nicht fertig ist, dann ist man irgendwie leer halt. Ja? Ja. Das sind so viele Klischees und Muster. Gleiten weit weg, weiter weg. Ja, das ist bei der Musik genauso. Halt, ja?